You need to know that I'm a So, wieder hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Forza Horizon 4. Wir sind zurück und heute wird es eine sehr, sehr teure Folge, weil ich werde mir unser fast gesamtes Erspartes, was wir gerade auf rumliegen haben, vollkommen auf den Kopf kloppen. Ja, das habe ich nämlich vor. Aber ich habe die letzten Tage ein bisschen online mit Kumpels mal gezockt. Das wird auch zukünftig mal aufgenommen werden. Ich habe da schon gefragt. Also, wenn ich mal mit anderen Leuten online zocke, Real-Life-Kumpels, dann wird das Ganze auch, denke ich mal, aufgenommen werden und auch auf dem Kanal erscheinen, weil, ja, war relativ lustig und das nutzen wir meist immer so ein bisschen, um Geld zu farmen und sowas, weil mittlerweile habe ich jetzt auch das Goliath freigeschaltet, das wird auch in einer der kommenden Folgen kommen, ich weiß nicht, ob es nächste Folge vielleicht schon drankommt, dass wir es dann mal fahren im Let's Play, aber, da ich jetzt 4,5 Millionen habe, möchte ich nämlich zwei Fahrzeuge kaufen, ja, die für mich meine absoluten Traumwagen sind, also es ist eigentlich dasselbe Auto, nur andere Bauart, also nicht andere Bauart, sondern andere Typisierung, so trifft es ganz gut. Ist an sich, die Grundversion ist dasselbe Fahrzeug und ja, ich kaufe in einer Folge beide davon und ja, ich spreche, es steht eh schon im Titel, warum ich immer, es ist immer geil, wenn man sowas versucht zu verheimlichen, so, was könnte das wohl sein? Ich könnte es euch erzählen oder nein? Und fett im Titel steht, Ferrari E40 gekauft, bam! Und also, wir haben den Titel gelesen, wohl, nee, das ist nicht mal so selbstverständlich, dass Leute den Titel lesen. Beschreibung noch weniger und also teilweise klicken Leute einfach nur noch random auf Videos drauf, das Gefühl. Auf jeden Fall, wir werden uns nämlich den wunderschönen F40 gönnen und das Geile ist, und dafür muss ich, Forza, Brudi, ich küsse dein Auge, ja, auf jeden Fall haben sie nämlich zwei geile Sachen gemacht. Einerseits haben sie den F40 drin, wer nicht weiß, mein absolutes Traumwagen, wenn ich irgendein Auto unbedingt besitzen möchte und ich weiß, dass das niemals passieren wird, dann ist das für mich der F40, weil, sind wir ehrlich, also irgendwie läuft YouTube in ein paar Jahren unfassbar geil und ich schmeiß mich mit der F40 zu, was nicht passieren wird, oder ich krieg halt keinen. Ich nehme Version 2, weil die ist realistischer. Auf jeden Fall haben wir den drin und, weil der bei Forza 7 wieder reinkam, der F40 Competition, ne? Das ist die Rennversion des F40 und die gibt es beide drin. Und hier, die beiden müssen wir nämlich auch noch kaufen. Also F50 und F50 GT, was ich hier halt lustig finde, dass der GT günstiger ist als der F50. Liebe Kinder, falls euch das interessiert, nein, in der Realität ist das umgekehrt. Ist eher dann so wie hier, weil ihr seht 1,2, 3. Ja, und wir sehen von 4,5. Ja, ich werde ja noch pleite sein. Und ich weiß, es tut mir gut. Dementsprechend, wir werden heute beide Karren gönnen. Wir werden beide F40 uns gönnen. Ja, ich bin dann nach Blanco und ich werde dann ein bisschen Goliath fahren in Zukunft. Ist mir aber egal, weil ich will eh beide haben. Jetzt habe ich das Geld dazu. Ich weiß, ich könnte mir auch dafür irgendwann bei 10 Millionen Schloss kaufen. Ist mir egal, ich kann mir auch 240 kaufen. Das reizt mich irgendwie ein bisschen mehr im Moment. Und dementsprechend kaufen wir uns jetzt beide Ferrari F40 im Spiel. Damit können. Ohne Design, da kommt nichts drauf. Bei den Kompetitionen kommt eins drauf, aber hier nicht. Nein, der muss clean bleiben. Der könnte man auch in einer Farbe machen. Ich muss leider sagen, ich habe mir auch mal in Gelb gesehen. Ich glaube, ich meine Gelb. Ja, Gelb war letztes Jahr S-Motorshow, stand einer in Gelb da rum. Sieht auch echt geil aus. Ne, Blau. Das war ein Blauer, glaube ich sogar, ne? Blau war der, nicht Gelb. Blau war der. Wir nehmen aber das dunkle Rot, weil... Oder das knallige Rot? Ne, wir nehmen das knallige Rot. Wir nehmen das knallige Rot. Und geben einmal 1,2 Millionen für unseren Ferrari aus. Da werden wir jetzt kurz noch zwei, drei Sachen abändern. Und die werden wir dann heute beide in dieser Folge fahren. Wir wissen aber beide eh nicht, wie tunen. Es sind... Naja, es sind halt damals schon Endstufen-Ferraris gewesen. Also der F40 für die Straßen, das andere für die Rennstrecke. Also viel ändern muss man dann nicht, um das Ding komplett bekloppt zu haben. Einzige, was wir machen können, sind Fahrwerk und Bremsen. Ne? Solche Sachen, die macht man halt immer, weil... Nebenbei hat gerade ein 8,7er Index, ne? Das ist eigentlich heute nicht mehr viel. Im Spiel hat er gerade im Crossbow mehr. Das sollte so. Sind wunderschön. Ich freue mich schon auf den Sommer nächsten Morgen, weil dann ist nämlich diese scheiß Blume mir endlich aus der Fresse. So, das haben wir drin. Und sonst. Kann man die Felgen bei dem eigentlich auch vergrößern? Nicht, dass ich das machen wollte, aber ich will es noch. Oh, es gibt Spurvorbereitung. Wie geil ist das denn bitte? Man könnte sie theoretisch noch vergrößern, so auf 18 Zoll? Ja, die Frage, ob das gut aussieht. Nee, der braucht fette Reifen, der braucht fette Reifen. So, Spurvorbereitung kann man aber schon machen. Aber nicht so viel, Alter. Der soll ja wenigstens noch im Auto stehen. Dafür der TÜV auch nicht mehr so ganz abnicken, das Ganze. Das ist gut, das ist schön hinten. So, so ist optimal. Reifenmischung machen wir einfach nur für meine eigene, für meinen eigenen Fetisch. Machen wir schöne Rennen. Es gibt auch hier, obwohl, nee, für den gibt es keinen. Es gibt auch für alte Autos, gibt es auch, ja, sagen wir mal, Retro oder Oldtimer-Rennreifenmischung. Also Rennreifenmischung, die damals up-to-date war. Finde ich auch eine ganz coole Idee. So, dann machen wir eine Rennreifenmischung drauf. Und ich glaube, das war's. Wir können auch hier Spoiler-Teile dran machen. Das werde ich den Teufel tun. Und können wir Motor swappen? Wir können Motor swappen.
Nein, wir haben V8 Biturbo drin, den werde ich auch sicher drin lassen. Da wird auch kein V12 drin landen oder sonstiges Spritzen, der wird auch auf Heckantrieb bleiben. Und dann haben wir meinen F40 fertig. So, mehr muss da nicht dran gemacht werden. Wie gesagt, F40 ist für mich das absolute Traumauto. Ich habe ihn jetzt ein paar Mal in echt schon gesehen. Also nicht fahrend leider, hier ist mein Standardding irgendwie nur. Weil irgendwie zu wenig gefahren mit solche Teile. Aber, oh, das ist kein Scheiß, der ist von den Proportionen und allem, kein Scheiß, der ist einfach perfekt. Ich habe da nichts dran auszusetzen. Ich habe wirklich nichts dran auszusetzen. Das ist wirklich der Wahnsinn. So, jetzt legen wir die Karre noch ein bisschen tiefer, das vielleicht alles, aber das will ich in echt nicht mehr machen. Also in echt würde ich den F40 mit Sicherheit nicht tiefer legen. Und gleich fängt ein Vorsatz an, das ist schön. Kann ich das Ding auch irgendwie abbrechen? Kann ich nicht, ne? Aber ich kann das hier aufmachen. Boah, wir können es den... Ich will nach oben, dankeschön. Da und im Tief schön V8 B-Tour da oben auch mit den beiden Ladeluftkühlern. Warte, wir können da ein bisschen näher rangehen. Boah. Will dieser Fokus mich eigentlich verarschen? Der fokussiert der gerade echt auf die Haubenstange. Guck mal hier. Oh, ist aber ein... dieses schön aus Aluminium gefertigte Material. Oh, ja, da hinten ist noch ein Motor. Ja, das ist auch wichtig. Ist schon echt sexy. Guckt euch das mal an, ey. Auch die Aufhängung, allem grundsätzlich der ganze Aufbau von diesem Auto. Jetzt mach ich auch vorne nochmal auf. Oh, es ist so... Es riecht der Innenraum. Ist halt einfach... Also das ist halt wirklich... Du hast nichts, was du nicht brauchst. Gibt's halt auch nichts. Du hast kein Radio, nichts. Nada, niente. Ist halt. Fünfgang hast du auch nur. Aber sonst. Der Innenraum ist halt so ultra schön. Es ist der Wahnsinn. Und ein Monocoque, wohlgemerkt noch. Es ist halt wirklich. Das ist halt an sich ein Rennwagen für die Straße gewesen damals. Es ist halt wirklich so. So. Und jetzt tut's meinem Herz gleich richtig weh, weil jetzt kommt erst der teure Einkaufspreis. Wir haben nebenbei schon gut Geld ausgegeben für den F40, ist mir gerade aufgefallen, weil die Thailand-Checker so teuer sind. Jetzt geht's nämlich hier hin. Einmal 3 Millionen für den F40 Kompetition auf den Kopf kloppen. So, dann suchen wir nach dem Design. Ich habe eigentlich eins, genau das hier unten, das hätte ich gerne. Das hier. Also es ist für mich das typische Oldschool-Kompetition-Design. Obwohl ich dann eigentlich, oh, einfach in Rot wäre halt auch geil, ne? Nee, wir lassen ihn rot. Ich mach kein Design drauf. Ich will ihn einfach viel zu clean haben. Ich finde, klar, es ist zwar ein Rennwagen, aber wir spielen ja immer ein Open-World-Rennspiel. Also dementsprechend sieht das Ding niemals der Rennstrecke bei uns. Ja, der Unterschied, dass er keine Klappschirmwerfer mehr hat. Natürlich, der Punkt ist, eine Klappschirmwerfer sind im Motorsport bescheuert, weil du einfach aerodynamisch dir voll die Front killst. Aber dementsprechend haben sie es halt vermieden. Aber sonst guck ich es nicht mal an, ey. Es ist halt noch mehr F40 in noch geiler. Guck es mal an, ey. Das ist. Oh, ist das schön. Es ist. Ach, es ist so schön. Die Haube vorne dürfen wir nicht mehr aufmachen. Ich denke mal, die wird eh komplett in einem Perl abgenommen. Dann das Schwert ist halt dezent. Also das war es bei der 40 halt nicht. Das hast du dann nochmal hier, 3 cm hinten dran. Und wir können mal kurz in den Innenraum mal schauen. Sorry, dass ich jetzt in dieser Folge so ein bisschen einen Orgasmus kriege. Aber ich denke mal, es ist verständlich. Ach, der Innenraum ist ja noch geiler. Ja, digitales Display haben wir jetzt. Haben sogar einen zweiten Sitz, was mich ein bisschen wundert. Ich denke mal, im Renneinsatz wirst du den normalerweise rausschmeißen, weil... Wofür? Also da hast du ja im Normalfall selten einen Beifahrer. So. Was kann man bei dir denn noch so anstellen? Warum kann man denn bei Rennfahrzeug? Okay, das ist was anderes. Aber dennoch wird das ja nicht passieren. Auch da wird auch... Aber der 961er Serienindex, ne? Das muss es ja mal geben. So, Reifen können wir nichts machen. Reifengröße können wir ändern, machen wir auch nicht. Wir können auch hier wieder die Spurbreite verbreitern. Machen wir auch wieder nur 2, weil vorne... Der ragt halt voll aus dem Kotflügel dann raus. Das ist halt voll für den Arsch dann. Also optisch gesehen. So, Bremsen können wir doch noch machen. Dann machen wir die Bremsen dennoch. Obwohl die Originalbremsen halt echt geil aussehen. Dann mit den goldenen Bremsen. Oh. Wie viel macht das denn? 4 Punkte. Nee, da bleiben wir bei den Originalen. Gelockt mit den goldenen Brembo-Sätteln sieht einfach so viel geiler aus. Und Fahrwerk können wir auch nichts machen. Okay. Motor können wir natürlich, ja, Luftbremsen, also typischen Rennwagenteile. Aber machen wir heute alles nicht. Wir nehmen ein Stückchen Kaffee, weil wir das genießen. Eigentlich müsste ich irgendwas Italienisches trinken. Martini, irgendwas Alkoholisches. Das reicht, um auf meinen Kontostand klarzukommen, der vorhin auf über 5 Millionen war. 4 Millionen. 5 Millionen wäre ja schön gewesen. 5 Millionen. 4 Millionen, so. Top Speed. 359. Oh, nicht schlecht. So, jetzt ist halt die Frage, mit wem fange ich an von den beiden? Wir müssen eigentlich mit dem normalen F40 anfangen, weil der Kompetition ist jetzt schon der Endstufen-Ferrari. Ich kann ja nicht direkt mit dem Endstufen-Ferrari anfangen und danach mit was langsamer fahren. Wir müssen uns hier rantasten. Wir müssen jetzt denken so, boah, die Weiterentwicklung. Und nicht so denken, oh ja. Das hat sich vorher aber besser angefühlt. So. Ach, steht, jetzt bin ich mal Autohaus. Nee, ich will nicht noch einkaufen. Einer reicht, einer reicht. Ich weiß, der Wahn ist groß. Am liebsten würde ich alle haben, aber
Eine 40 reicht dann auch mal. Mir ist schon aufgefallen, dass keiner ausgewählt vorne war. Hoppala. Ferrari. Mich ist doof. Da. 50 muss ich natürlich auch noch kaufen, aber 50 ist ja eher schnell gemacht. Schnell leer. Ja, natürlich auch Ballarm. 50 GT war damals Project Gotham Racing das beste Auto. Just saying. So. Okay, mal kurz Musiker machen. Oh, wir haben Whisky bekommen. Den machen wir doch gleich mal. Ich überlege gerade, was man dazu hört. Ja, Hospital ist ganz gut. Hospital ist ganz gut. Aber ich werde mal die Audioeinstellungen ein wenig abändern. Da. Weil der Motor muss gehört werden. Der Motor musste gehört werden. So, wir haben zwei Nachrichten und einen Respin. Ich habe nicht mehr die Respins, die ich so gestern erfahren habe, alle aufgemacht. Da war. Einzig coole war ein FX6 Cover drin. Das war's dann auch. Also, an sich hat mir nichts verpasst, außer dass ich in den letzten vier Respins vier Paar Schuhe gewonnen habe. Also. Und ich momentan aussehe wie ein junger Steve Jobs. Warte, ich muss mich nochmal umkleiden. Das war gestern so aus Gag, weil ich den Rollkragenpulli frei hatte. Da habe ich mich gedacht, komm, ziehst du mal Rollkragenpulli an. Das ändern wir mal ganz kurz wieder ab. Ich fahre jetzt nicht im Rollkragenpulli Ferrari. Also ich fahre schon so in den Klamotten, wie ich normal. Also ich möchte mich in dieses Auto reinversetzen. Das heißt, ich kleide mich jetzt so, wie ich. Ja, leider. Die haben mal leider. Das verstehe ich in Spielen immer noch nicht. Warum man keine verfickten normalen Caps hat. Warum denn immer diese scheiß Trucker-Caps? Also mit gebogenem Schirm. Das ist doch behämmert. Hier irgendwas freigeschaltet? Ich hatte irgendwo, habe ich einen coolen Pulli freigeschaltet. Da. Künstler Horizon Pulli. Das ist super. Den nehme ich sogar. Den will ich sogar in echt tragen. Jetzt brauche ich noch einen Ja, nicht vielleicht total was bekloppt. Kaputzen Pulli geht halt echt. Die Bomberjacken haben das Problem, dass halt so geschnitten sind, dass ich eigentlich baufrei rumlaufen müsste. Ah, Schubfastik. Perfekt. Oh, Sweetie, das ist ja geil. Skill Event haben wir auch. Ah, wir haben den Künstlerpulli dazu passen, ne? Ne, wir nehmen eine schwarze Jacke. Hose bleibt ruhig so. Das kann ich zeigen. Das ist da neue Strickturnschuhe. Ölspurturnschuhe. Dann, ja, das war's doch schon. Super. Neue Mütze. Da habe ich nichts dabei, wo ich sagen würde, das würde ich jetzt. Theoretisch müsste man sowas im Ferrari fahren. Aber nein, wir fahren bei unserer Mütze. Schnurrbart habe ich jetzt auch. Ach, Hexennase. Ach, guck mal an. Für Halloween haben sie das hinzugefügt. Kommen ja auch ein paar neue Sachen hinzu dadurch. Nee, Bart lass mal weg. Smartwatch ist okay. Ich hätte gerne die schwarzen Lederhandschuhe, weil die schwarzen Lederhandschuhe würden jetzt halt beim Autofahren so gut passen, aber nehmen wir die grünen, kommen. Ach, krass. Das sind die Sachen, die noch im, mit dem. Ach, wie geil. Sachen, die mit dem Halloween-Update reinkommen. Aber geil, wir haben Polizeiklammer. Und das ist natürlich super geil, Alter. Alter, mal weiter. Ja, mit den Anzügen habe ich mir schon gedacht, dass sie damit viel Schabernack treiben werden. Aber gut. Boah, warum ist die Musik eigentlich immer noch so laut, als wolltest du mir gerade das Trommelfell rauspusten? Jetzt mal keinen Scheiß, ich habe dich auf 6 gestellt. Was ist denn bei dir verkehrt gelaufen mit dem Radiosender? 3. Da bin ich eigentlich der einzige Behämmerte und wirklich keinen Unterschied. Da stehe ich irgendwas Falsches ein gerade. Nö, ich stelle nichts falsch. Nee, wisst ihr was? Wir machen so. Wir fahren heute ohne Radio. Wir fahren heute einfach mal ohne Radio. Weil wir haben Ferrari F40, Entschuldigung, dass ich auf Musik höre. Boah. Nebenbei gab es ja für ein paar Autos noch ein Sound-Update. Mit dem letzten Update dazu, weil ein paar Leute nicht so zufrieden waren mit den Sounds. Boah. Ah, oh, ist das schön. Ich will gar kein Rennen fahren. Ich will einfach nur die Landschaft genießen. Wenn es mal aufhören würde zu regnen, würde das dem F40 auch helfen, einen Grip zu finden, aber. Boah, der Klang. Boah, vom Gas geht's. Dieses leichte Ploppern hinten aus dem Auto, dieses leichte Gewittergeräusch. Boah, ist das. Ist kein Scheiß, also ein F40 kann man ja nicht mögen, nicht mögen, es geht gar nicht, also man kann da nicht vorstellen so, nö, bin ich hässlich, also wer ein bisschen einen Touch für Autos hat, der kann den F40 einfach nicht hässlich finden, du kannst da vorne nicht stehen und denken so, nee, würde ich jetzt nicht fahren, dieser Gedanke kann dir gar nicht kommen, dann hast du keinen Autogeschmack, das ist meine ganz klare Einstellung dazu, wenn der F40 nicht mag, hat keinen Autogeschmack, bam, habe ich jetzt gesagt, da kann man mir auch hoffentlich mal zustimmen, weil einfach fett ist, ey. Der Klang ist geil. Die Optik ist einfach brachial. Das Kampfscheinwerfer muss man jetzt mögen.
Wenn die nicht mal kauft man sich halt wie ich hier in echt halt einen 40 Komplizone, da hat man die nicht. Und ist auch nicht schnell oder sonstiger, aber es ist mir egal. Es ist mir wirklich egal. Weil eigentlich ist er schnell, aber im Spiel überhaupt nicht mehr, weil S1-Klasse ist halt Peanuts. Also wir werden ja noch, ich denke mal nächste Folge das Goliath fahren, da werde ich... Ich denke mal, da wird einer der beiden F40 zum Einsatz kommen. Ich denke mal der Kompetition, ne? Normalerweise würde ich das nutzen, um Geld zu grinden oder eben Fans. Für Fangrinden habe ich halt mein GTR LM, weil der hat halt einen Einflussbonus drauf. Wenn du Rennen gewinnst, kriegst du fast doppelte an Einfluss. Ja, was super geil ist. Und da muss ich mir noch einen für Credit mal holen auf Dauer. Da gibt es nämlich auch ein, zwei Force Edition Autos, die das können. Und dann kann ich damit schön grinden. Weil dann können wir nächste Folge einfach die Strecke mal genießen. Mit einem schönen Ferrari. Machen wir nächste Folge nämlich nochmal den F40-Kompetition darüber. Ah, ist das schön. Ich habe einfach mal eine Genießerfolge. Muss man sich jetzt auch immer gönnen. Eigentlich hatte ich vor, Rennen zu fahren, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock drauf. Also irgendwie denke ich mir gerade einfach so, die britische Landschaft mit meiner 40 fahren ist irgendwie geiler als, sagen wir mal, jetzt hier Rennen zu fahren. Nachher ist es wirklich gerade dunkel, was leicht schwierig ist, weil ich den F40-Kompetition eigentlich nicht bei stockfinsterer Nacht fahren möchte. Er hat zwar Scheinwerfer, ist mir klar, das Ding ist ja auch Langstreckenrennen gefahren, aber dennoch. Aber der oben rum ans Kreischen anfängt, ey, ist das geil. Der liegt halt wirklich gut. Der liegt ja wirklich sehr ordentlich. Der Sprung würde ich echt niemals machen, weil die armen Dämpfer, Junge. Boah, geht der gut. Oh, ich zerleg gerade meine 40. Hoppala. Da war ich ein bisschen zu weit auf der Wiese beim Anbremsen. Hupsa. Wir sind einmal geradeaus zur Hütte. Oh, ist das schön. Ich bin gerade wirklich glücklich. Das hat sich gelohnt. Klar sind jetzt 4,2 Millionen weg. Aber wenn ich überlege, dass die beiden Karren jetzt ja gerade stehen, ist mir sowas von komplett Latte. Jetzt könnte man natürlich mal höher jetzt die Auktionshaus machen können. Nein. Hätte ich nicht. Ich will die offiziell selber haben. Warum ist das Marathon eigentlich komplett vergoldet? Was habe ich denn da gemacht? Warum ist das Gold und das nicht? Das ist ja auch abgeschlossen. Das habe ich abgeschlossen, weil ich halt online gezockt habe. Aber da ist ein Stern. Warum ist da ein Stern drauf? Bitte mal in die Kommentare schreiben, warum habe ich den Marathon offiziell komplett abgeschlossen mit Sternen und der andere das hier nicht? Also das würde mich jetzt mal interessieren. Oder kann man die anderen mit sowas nicht abschließen? Bitte gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich gerne mal interessieren. Nicht, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe bei den beiden Rennen. Weil dann würde ich das hier, oder ob es einfach normal ist, dass das eine einen Stern hat und komplett Gold ist und die anderen nicht. Bitte mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren. Dass ich da ein bisschen Bescheid weiß. Wenn ich bei der nächsten Folge noch nicht drauf eingehen kann, weil ich natürlich relativ zeitnah hier Nachträge aufnehme, wenn die Folge hier hochlädt. Aber ja, dennoch kann man ja dann. Kann ich das dann für mich privat zumindest mal machen? Weil Rennen haben wir ja gefahren! Aber dann kann ich die Wesen auch mal so abschließen, dass es vielleicht richtig ist. Vorsichtig. Alles gut, nur kurz einen Steinmauer durchschlagen. Weil die sind ja auch Gold. Warum ist das Goliath und das andere nicht? Weil die habe ich ja auch. Erst recht, das Marathon, des Kolosses habe ich ja sogar abgeschlossen als Sieger. Also das habe ich ja sogar als Sieger abgeschlossen, wissen wir ja. Das war nicht unbedingt super fair, aber ich habe es abgeschlossen als Sieger. Und eigentlich möchte ich auch dann die Ehre dafür haben. Boah, wenn der erst Kreischen anfängt, das ist so geil. Ich bin ja echt gespannt auf den Unterschied zum F40-Kompetition, ne? Weil, wie gesagt, nochmal deutlich mehr Bums, deutlich ausgeklügelteres Fahrwerk ist ein Rennwagen letztendlich. Der normalerweise nicht auf die Straße darf. Oh, schön durchziehen. Schön die Gänge ausfahren, allein weil es klangtechnisch einfach viel zu geil ist, es nicht zu tun. Oder ist es nur, warte mal, sind das nur die Straßen? Sind die Rennen, die vergoldet werden? Warte mal, ich mal.
Weil die Straßen. Ah, warte mal, das könnte sein. Weil guck mal hier, die Straßenzähne sind nämlich alle vergoldet. Ach, das sind die Stadt. Ja, die sind nämlich alle Gold, komischerweise. Das ist bei den anderen nämlich nicht so. Die anderen wären bei mir alle nicht Gold. Da ist nicht Gold, das ist nicht Gold. Haben die Straßenzähne eine andere Farbgebung, warum auch immer, bekommen? Das irritiert mich ein bisschen. Nebenbei gibt es auch noch eine weitere Story. Kann ich gerade mal kurz zeigen, nämlich dieses, wo ist es denn? Da unten. Dieses British Racing Green, da fahren wir gerade hier auch hin. Das fahren wir natürlich jetzt nicht, aber es wird auch in einer kommenden Folge natürlich noch drankommen. Den Scheunenfund, den Frühlingsding habe ich jetzt selber mal kurz abgeholt, weil letztendlich weiß ich nur bewiesen. Und ich will den halt eigentlich für euch bereit haben, dass wir den GT40 in einer kommenden Folge nochmal fahren können, weil der ist ja da drin zu finden. Mal wieder verbremst. Ich könnte mir jetzt nicht verzeihen. Andererseits, ich könnte mein Kontostand mir das auch nicht verzeihen. Also dementsprechend, ja, wäre super. Ich habe nur das Lieblingsauto, kein Scheiß. Also vom Handling her ist mein Lieblingsauto immer noch der 91.2 GT3 S, den wir im Vorstandshop uns geholt haben. Den fahre ich momentan für die S2-Klasse, den habe ich auf 998 wirklich voll aufgebaut, also wirklich voll auf Anschlag. Und er fährt sich so unfassbar brutal geil. Fährt 420 Topspeed, hat Handling wie bekloppt, bremst und das Ding steht innerhalb von 100 Meter gefühlt auf 0. Total bescheuert, also der G3S, der im Volkswagen-Shop drin war, der fährt sich so unfassbar brutal. Fahren wir nach Edinburgh. Aber wir haben Autobahn. Ja, da könnten wir theoretisch jetzt, genau, da wechseln wir jetzt auf die Komplition, ne? Schade ist es, den jetzt hier einzutauschen, aber der Komplition, der wird, glaube ich, ein bisschen mehr Laune machen. Auch wenn er eigentlich nicht für Topspeed gedacht ist, ja ein Rennwagen. Ne, nicht zu Festival, bitte, bloß nicht. So, da lassen wir uns mal ein Ferrari F40 Komplition liefern. Das möchte ich gerne einmal irgendwann echt sagen dürfen. Oh, ich hätte gerne die Komplition hier stehen. Wohin? Ja, hierhin. Wohin denn sonst, James? Hör mir doch mal zu. Das Heck ist einfach so viel geiler, ne? Einfach so alle Gitter rausgenommen, keine Kennzeichenhalterung, nichts mehr. Und nochmal brutalere Drehzahle. Oh, wow. Ich war kurz im Innenraum. Boah. Das digitale Dashboard ist halt schon geil. Okay, das war eine böse Stichflamme, die da hinten rauskam. So vom Speed merke ich. Okay, ich wollte sagen, kein großer Unterschied, war jetzt schon 260. Also er fühlt sich nicht schnell an, ist das Problem. Oh, okay, wir haben auf jeden Fall handlingmäßig sind wir so ein bisschen Go-Kart-Style unterwegs. Also wir können theoretisch auch am Meer lang fahren, ne? Dann brauchen wir nicht. Ja, wir fahren am Meer lang. Wir wollen den Wagen ja auch ein bisschen fahren. Boah, ja, der hat mega das Go-Kart-Handling, der Kollege. Super direkt. Okay, ja. Man merkt, dass es ein Rennwagen ist. Das Ding klebt nämlich wie bescheuert. Also Handling technisch merkst du direkt Welten, das ist kein Vergleich. Obwohl wir Rennreifen auf dem F40 draufgebaut haben, ist das kein Vergleich mit dem Ding hier. Absolut krank. Du hast dein Ziel erreicht. Der klebt wie ein Bekloppter. Alter, Junge, die Kurvenlage ist echt ein bisschen übel. Die Wecker wieder mehr sehen, wenn wir in Edinburgh sind. Dann leider auch nur im Fünfgang. Aber rennt mit dem 5-Gang einfach was 340, das kann man ruhig schon so machen. Okay, ich war jetzt gerade ein bisschen überfordert mit dem Einlenkwinkel. Hoppala, da sind wir kurz an den Strand versenkt. Weil ich war kurz überfordert, wie schnell der einlenkt, deswegen muss ich gerade wieder korrigieren und währenddessen machen wir dann schon neben der Straße. Warum haben die hier eigentlich keine Straßenlaternen? Boah. Der schießt halt auch viel öfter, das finde ich halt geil, dass die Rennwagen auch wirklich mehr. Ja, noch mal rausböllern. Bam. Ich kann scheiße bei jedem scheiß Gangwechsel. Alter, kannst du das provozieren bei dem. Woher? Oh, musst du vom Gas gehen. Du merkst ja wirklich, dass der Rennwagen im Gegensatz zum Straßenfahrzeug kein komplett straight back ballert. Weil deswegen kannst du halt Feuer schießen wie ein Blöder, weil. Ja, kein Cut, keine Probleme. War ich ein bisschen übermotiviert, aber es ging fast voll. Das muss man auch mal einfach mal zugeben. Da hat nicht viel gefehlt, dass wir die Kurve bekommen hätten.
Alter, das Handling ist schon echt geistesgestört. Ich würde echt aufpassen, nicht zu viel zu lenken. Das ist wirklich der Fall, weil ich fahre so 90 Grad Kurve, wenn ich den Stick voll da liegt zur rechts jage. Alter, and then brother sind wir. Jetzt müssen wir ein bisschen vom Gas gehen, glaube ich. Alter, der geht so unfassbar gut ums Eck, das ist echt krass. Sobald du natürlich auch Speed aufbaust, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ne? Du musst eigentlich genug Speed haben, da solche Fahrzeuge voll Aerodynamik lieben und erleben und viele Aerodynamikteile halt erst an bestimmten Geschwindigkeiten den nötigen Anpassdruck entwickeln. Ja, wie du schön hier bei dem Tempo halt das hier machen kannst, ist halt echt krass. Und er bei ruhig bleibt, also er fängt nicht mit dem Heck anzukommen und allem. Das ist halt super geil. Wäre ich gerade ein bisschen begeistert von meinen 40-Kombinationen. Also der fährt sich halt wirklich super. Fürs Goliath werde ich mir auf jeden Fall 6-Gang eigentlich Getriebe noch umbauen, weil so sehr ich das Originalgetriebe gerne drin lassen würde, aber ja, 6-Gänge wären dann halt schon hilfreicher. Auch wenn dann, ich keine Ahnung habe, wo unser Fahrer den 6. Gang hinkloppt bei dem Schaltknauf, aber naja, wird schon was finden. Ich glaube, das war ein bisschen spät. Fähigkeitspunkte habe ich gerade eigentlich. Ich könnte mir vielleicht mal welche verteilen. Oh, wir haben 6 Stück sogar. Hier kriegt man sogar. Oh, 100.000 kriegt man hier. 10.000 Einfluss, ein Respin. Ja, genau, Respin. Den nehmen wir direkt vielleicht mit. Vielleicht kriegen wir direkt unser Geld wieder, was wir ausgegeben. Das wird nicht passieren, ich weiß, aber man kann ja mal hoffen. Aber den will ich auch wieder voll leveln. Auch den R40 will ich voll leveln. So, jetzt gibt's einfach das Geld wieder. Zack, 3 Millionen. Hier. Du hast den Wagen gekauft. Gönnen wir dir. Kauf dir doch was Schönes. Da fehlen ein paar Nullen, aber die erste Zahl sind wir schon mal einig. Das ist schon mal ganz gut. Fähigkeitsmultiplikator, ja, kann man auch mal mitnehmen. Der soll ruhig im Goliath so viele Rennen, so viele Punkte sammeln wie nur möglich. Weil das wird uns nur weiterbringen. So. Der Leistungstest, ich bin gar nicht sicher, ob ich was mache. Also der ist halt so hoch eingestuft, weil es halt ein Rennwagen ist. Ne? Der hat halt einfach ein super Grip-Level. Das ist halt der Wahnsinn. Topspeed ist okay. Also wirklich nur okay in der Klasse. Und Beschleunigung auch nur okay. Aber, wie gesagt, das macht halt mit Handling wett. Jetzt recht, weil Goliath viele Kurven hat, kann das schon zum großen Vorteil führen. Ich finde das hinten mit dem offenen Gitter so geil, dass du nicht komplett da auf die Außenbraue, wie sie da runterkommen, draufschauen kannst. Sieht so ultra sexy aus. Was wäre der Tag? Sehr gut. Da haben wir in der 40-Kombination noch mal ein bisschen bei schönem Wetter. Nochmal am Strand lang. Fahren wir nochmal am Strand lang. Das ist eine schöne Strecke. Wir fahren plötzlich doch Straßenlaternen, also nur hier draußen natürlich im Außenbezirk. Sobald wir doch weiter rauskommen, haben die Leute kein Geld mehr für Strom. Das Sending ist wirklich, also es ist wirklich krass. Und recht für das Alter des Fahrzeugs, das muss man auch mal hochrechnen. Wenn man jetzt sagt, ja, aber hier der Sender hat ein besseres Sending, ja, dann vergleich mal das Baujahr. Würde mich stark wundern, wenn es nicht hätte. Dann würde ich mit dem McLaren mal kurz anklopfen und fragen, was sie da gemacht haben. Biegen wir hier rechts mal ab. Ich hab's versucht. Jetzt soll der jetzt nicht plötzlich anfangen. Nee, nee. Dafür haben wir wirklich zu viel Grip. Kein Scheiß, der geht ja nicht mal im Arsch rum. Also er geht ja wirklich nicht im Arsch rum. Das ist ja nicht so, dass es nicht provozieren würde. Also wenn er wirklich voll aufs Gas latscht, dann passiert nicht viel. Klar, unten raus mit Sicherheit, weil es mal die Zone finden muss, aber an sich, obenrum ist da nicht mehr viel mit instabiler Hinterachse. Keine Chance. Jetzt hier, wenn du durch Pfützen fährst und sowas, der bleibt unfassbar stabil. Okay, das war jetzt ein bisschen sehr motiviert. Hoppala.
das war jetzt ein bisschen sehr motiviert. Da dachte ich, ja, das wird schon noch passen. Kurze Ansage. Nein, passt es nicht. Und ich würde sagen, ich bin aber erstmal raus für die heutige Folge. Nächste Folge fahren wir das Ding im Goliath. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann. Tschö, tschö.